Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Kennen Sie Sertraline? Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich das Schlagwort schon mal gehört. Klassiker ist French Paradox. Rotwein enthält einen Stoff, Resveratrol, der Sertraline aktivieren kann. Zumindest behaupten das einige Leute. Und so vor 15 Jahren, als das Feld angefangen hat, die Sertralinforschung, wurde also das French Paradox erklärt über den Rotweinkonsum der Franzosen. French Paradox heißt, die Franzosen essen relativ viel gesättigte Fette, trotzdem finden sie dort relativ wenig kardiovaskuläre Erkrankungen. Und das wurde eben zurückgeführt auf Resveratrol im Rotwein. Daher kam dann auch die Idee einer Pille, Rotweinpille, Longevinex, Longevity, also Langlebigkeit, Vinum Extract, ein Weinextrakt, der Langlebigkeit vermittelt. Klingt ein bisschen schräg, aber Sie werden später verstehen, in ein paar Minuten verstehen, warum das eigentlich doch ganz logisch ist, auch wenn Sie Rotwein mögen. Kosmetik, da spielen Sertraline auch eine Rolle. Hier ist eine Creme, die enthält einen Peptidextrakt aus Reis, der die Sertralinausschüttung in der Haut verstärken soll. Klinik hatte mich damals zur Product Lunch eingeladen von diesem Ding hier. Ich hatte keine Zeit, leider hinzugehen, hätte das gerne mal gesehen. Das ist eine Creme, die enthält einen Aktivator, der hervorgegangen ist aus Resveratrol, der eben auch wieder Sertraline in der Haut aktivieren soll. Es gibt jede Menge Literatur zu dem Thema, Bücher, hier die Jugendpille, da geht es auch wieder um Sertraline, Resveratrol und auch andere Substanzen, die Sertraline aktivieren. Auch die Fachliteratur ist voll mit solchen Sachen, Resveratrol als Jungbrunnen durch Aktivierung von Sertraline. Ah, und natürlich ganz aktuell, großer Hype, die Sirt-Diät oder Sirt-Food-Diät. Wunderbare Schlagzeile aus dem Blick. So hat sich Adele halbiert. Adele, falls Sie sie nicht kennen, ist eine etwas übergewichtige britische Sängerin, die also sich nicht halbiert hat, aber 45 Kilo abgenommen hat innerhalb von ein paar Wochen. Mithilfe ihrer Trainer in ihrer Gym, also in ihrem Fitnesszentrum, die nämlich diese Sirt-Food-Diät erfunden haben. Hier ist mal eine Beschreibung aus Fit for Fun, wir finden in jeder Zeitschrift heutzutage Artikel darüber. Sirtfoods, also Lebensmittel, die reich an Sirtuinen sind, die dann so tolle Effekte haben, wie Fett verbrennen, Heißhungerattacken verhindern, Muskulatur stärken, das ist falsch. Sie essen nicht durch Sirtfoods Sirtuine, sondern, jetzt kommt weiter unten im Artikel dann das, worum es wirklich geht, Rotwein enthält Resveratrol, ein Polyphenol, auch andere Polyphenole. Und die sollen ihre Sirtuine, ihre eigenen, aktivieren. Und das ist das Tolle an dieser Sirtfood-Diät. Sie dürfen nämlich Kaffee trinken, voll mit Polyphenolen, sie dürfen Rotwein trinken, sie dürfen dunkle Schokolade essen, sie dürfen diverse Obstsorten essen. Das ist alles lecker, was auf dieser Liste des Sirtfoods ist. Das Problem kommt ganz am Ende des Artikels. Kombiniert damit ist Caloric Restriction. Komme ich später noch zu, ist eine extreme Kalorienverringerung und das macht überhaupt keinen Spaß. Das heißt, Sie dürfen zwar ein Stück Schokolade essen, aber sonst nichts. Gut, ich entführe Sie jetzt wirklich in die Grundlagen und hoffe, dass Sie dann am Ende, wenn ich Ihnen meine Einschätzungen zu diesen Dingen nochmal gebe, verstehen, wie ich zu dieser Einschätzung gekommen bin. Wir untersuchen seit vielen Jahren Sertraline. Die gehören zu einer Reihe von Proteinen, von denen man gemerkt hat, die spielen eine wichtige Rolle bei Alterungsprozessen.
Und zwar sind das Sensoren für Stoffwechsel. Zusammenhang zwischen Stoffwechsel und Alterungsprozessen ist lange bekannt. Es gibt viele Mechanismen. Nur einer von vielen ist hier gezeigt, reaktive Sauerstoffspezies, die zu Schädigungen führen. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Was wir auch haben, ist Reparaturprozesse, die entweder sehr gut oder sehr schlecht funktionieren können, je nach Individuum. Hier ein Beispiel, Frau Calmont, ist sehr berühmt, vor einigen Jahren gestorben, 124 Jahre, war lange Zeit die älteste Frau der Welt, hat sich nicht sehr, sehr gesund eigentlich verhalten, ist trotzdem sehr alt geworden. Sam Burns ist kurz nachdem das Foto hier mit 17 aufgenommen wurde, verstorben. Bei dem hat irgendwas nicht so gut funktioniert. Sie sehen also, es ist ein Zusammenspiel von Schädigungsprozessen und Reparaturprozessen. Und das Ganze wird koordiniert von Proteinen, die also irgendwie was messen, Stoffwechsellage zum Beispiel, und dann reagieren können, indem sie den Stoffwechsel verändern oder solche Stressantworten. Das Besondere an Sirtuinen ist, dass sie NAD brauchen als Co-Substrat. NAD ist eigentlich ein Redox-Kofaktor, da kennt man das her. Hier hat es eine andere Funktion. Und das sehen Sie, wenn Sie die Reaktion hier anschauen. Hier haben Sie die Deacetylierung, das heißt, unser Protein verliert diese Acetylgruppe. Und die wird übertragen auf das NAD und das Nicotinamid. Diese Gruppe hier wird abgespalten und damit ist das NAD kaputt. Normalerweise wird das NAD reversibel oxidiert reduziert, NAD, NADH. Aber in diesem Falle wird es wirklich verbraucht. Und das ist eigentlich eine schräge Sache, weil Sie brauchen für die Reaktion kein NAD. Es gibt andere Deacetylasen, die machen das ohne NAD. Warum machen die Sirtuine das? Die Idee ist, oder inzwischen auch sehr gut belegt, das ist ein Sensing-Vorgang. Das heißt, ich messe hier meine Energieladung. Wenn ich relativ wenig Nährstoffe zu mir genommen habe, dann gehen die NAD-Level hoch. Wenn ich Hunger habe, ist das ein Signal, NAD hoch. Und dann werden Sirtuine eingeschaltet. Sirtuine, das Sirtuin gibt es nicht, sondern wir haben 7 Sirtuine in unseren Zellen in verschiedenen Kompartimenten. Im Kern sind 3 Isoformen, im Zytosol, im Mitochondrien haben wir welche, die die verschiedensten Substrate deacetylieren und regulieren. Ich habe Ihnen hier mal Z1 gezeigt, nur ein Ausschnitt der Substrate. Das Schöne an diesen Sirtuinen ist nämlich, sie koordinieren. Und das macht sie meiner Ansicht nach sehr interessant, eben auch für die Beeinflussung durch Wirkstoffe. Sie haben dann nicht ein Target, Sirtuin beeinflusst nicht eine Sache, einen Pathway und einen Prozess, sondern Z1 hat sehr, sehr vielfältige Targets und Auswirkungen. Und selbst das, was hier steht, ist eine Vereinfachung, also das sind Transkriptionsfaktoren. So kann Z1 jetzt die Expression von verschiedenen Proteinen in diesen Geweben beeinflussen. Aber es tut es nicht nur durch diesen einen Faktor, sondern da ist noch die Deacetylierung von Histonen dabei, von Enzymen, die Histone modifizieren. Also da ist ein ganz komplexer Prozess, viele Substrate beteiligt von Z1, die dann aber zu sehr interessanten Effekten führen. Zum Beispiel Schutz von Neurodegeneration im Hirn, Inflammation, Entzündung hatten wir gerade als ganz, ganz wichtigen Prozess in der Alterung. Zunahme von Entzündungen, die können unterdrückt werden und dadurch eben auch ein kardioprotektiver Effekt. Also alles sehr, sehr interessante Effekte und das hat dazu geführt, dass man eben sehr, sehr gerne Z1-Aktivatoren hätte. Z3 ist hier gezeigt, genau das gleiche Spielchen. Also Sie sehen sehr viele verschiedene physiologische Effekte, auch in verschiedenen Geweben. Gut, das Sirtuinfeld, das hat dann ist richtig explodiert um 2004 herum durch Erkenntnisse, dass Sirtuine was mit Caloric Restriction zu tun haben. Caloric Restriction als Schlagwort haben Sie vielleicht alle schon mal gehört. Das ist eine Extremdiät. Also das ist nicht die Diät, wo Sie ein bisschen weniger Kalorien zu sich nehmen, sondern etwa 40 bis 60% weniger, als Sie bräuchten normalerweise beim normalen Betrieb. Und wenn Sie das mit Versuchstieren machen, dann sterben die fast, die verhungern fast, aber eben nur fast und leben dann länger. Also die vegetieren dahin, aber relativ lange. Das geht... Ja, Sie lachen, aber das geht bei Mäusen, das geht bei Hefe
Das geht übrigens bei Hefe nicht, wenn Sie das Sirtuin dort ausnocken. Daher das zeigt eben, dass die Sirtuine damit was zu tun haben. Das geht bei allen Versuchstieren, von denen ich weiß, dass es probiert wurde, auch bei Affen. Und es gibt Menschen, die das machen. Jetzt zeige ich Ihnen mal kurz die Beschreibung dieser Mäuse. Lenny Guarenta hat es sehr schön beschrieben. Kalt, hungrig, klein, kein Sexdrive. Also ich muss sagen, klingt für mich nicht attraktiv. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht durchhalten. Und deswegen war eben die Aufregung groß. Sie können diese Caloric Restriction Effekte, und wir reden hier nicht nur von Lebensspanne, sondern auch Healthspan. Es gibt eine klare Korrelation zwischen Lebensspannenverlängerung und Verlängerung der Gesundheitsspanne, also dass Krankheiten dann auch später einsetzen. Und das können Sie simulieren mit Resveratrol, diesem relativ einfachen Polyphenol, unter anderem aus Rotwein. Und an Mäusen hat man dann eben auch ausprobiert, das als Supplement mit einer High-Fat-Diet, und die sind eben schlank geblieben. Die negativen Effekte dieser fettreichen Diät wurden vermieden. Deswegen können Sie das also bei diversen Anbietern im Internet kaufen. Deswegen wurde propagiert, Rotwein zu trinken. Also nachdem diese ersten Studien raus waren, waren in einigen Supermärkten in den USA die Rotweinregale leergefegt. Ich komme später nochmal dazu, aber ich kann es nicht empfehlen. Die Mengen, die Sie konsumieren müssten, sind so im Bereich von 10 bis 100 Flaschen Rotwein pro Tag. Und ich könnte mir vorstellen, ein anderer Inhaltsstoff des Rotweins könnte dann eher negativ sein. Und daher verstehen wir dann auch die Rotweinpille. Also die Idee ist, diese Substanzen zu extrahieren und ohne den Alkohol aufzunehmen. Problem ist, dass das alles gar nicht stimmt, sagen einige Leute. Und ich möchte das an Viatris illustrieren. Viatris ist eine Firma, die gegründet wurde von David Sinclair. Das ist derjenige, der die ersten großen Publikationen dazu gemacht hat, um 2003, 2004 rum, dass man eben Sirtuine aktivieren kann. Der hat einen Screen gemacht von Naturstoffen. Nicht nur Resveratrol, viele andere Polyphenole hatten auch einen aktivierenden Effekt. Und dass das dann eben in Versuchstieren die Lebensspanne verlängert. Die Firma ist dann auch an die Börse gegangen, ist dann für unglaublich viel Geld gekauft worden von GSK. Aber 2005 bis 2010 kamen dann diverse Publikationen raus von Konkurrenzfirmen, aber auch von Akademikern, die gesagt haben, mir stimmt alles gar nicht, das ist alles ein Artefakt. Resveratrol aktiviert keine Sirtuine. Es wurde tatsächlich die Entwicklung von SRT 501, also eine Resveratrol-Formulierung von GSK, dann später gestoppt. Das hatte aber ganz andere Gründe. Das Zeug funktioniert. Es wird sogar diskutiert, das wieder hervorzukramen. Aber es ist schwierig, damit Geld zu verdienen. Sie können das als Molekül nicht patentieren. Und es hat auch sehr viele andere Effekte, außer Sirtuin-Aktivierung. Macht es für eine Pharmafirma einfach schwieriger, und deswegen war der Fokus dann zu dem Zeitpunkt geschiftet auf andere Substanzen, werde ich gleich drauf kommen. Und dann heißt das jetzt oft irgendwo in Publikationen, wurde Viatris geschlossen von GSK, weil sie so enttäuscht waren und das ja alles tatsächlich ein Artefakt ist. Stimmt nicht, lesen Sie den Satz zu Ende. Viatris wurde geschlossen als selbstständige Firma, als dass es 5 Jahre lang geführt wurde und wurde integriert in die GSK-Pipeline. Das ist das normale Vorgehen, wenn ich eine Firma kaufe, behalte ich sie häufig erstmal unabhängig und später integriere ich sie in den normalen Betrieb. Das hier ist so ein Beispiel, was Sie im Internet finden können. GSK, I don't love you anymore, weil das ja alles falsch ist. Es gibt unendlich viele Publikationen zu dem Thema, Pro und Contra, also dass das alles nicht stimmt, dass es doch stimmt. Hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt, auch in der normalen Literatur, also NZZ hat darüber geschrieben, FAZ hat darüber geschrieben und so weiter. Gut, also große Frage für uns war, ist das Fact oder Fantasy? Kann man Sirtuine aktivieren? Und ich möchte Ihnen kurz das Grundproblem erläutern, was da 2005 bis 2010 publiziert wurde. Die ursprünglichen Untersuchungen wurden gemacht mit einem Assay, wo ich schaue auf Sirtuin-1-Aktivität mit diesem Substrat hier, das heißt Fluor-de-Lys. Und zwar haben sie ihr Lysin, ist diese Seitenkette, die acetyliert ist, und hier ein Fluorophor. Normalerweise, ein normales Peptid würde hier weitergehen mit Aminosäuren.
Sie haben hier in diesem Substrat das Ende und dann einen Fluorophor. Wenn Sie damit Assays machen mit Z1 und Resveratrol dazugeben, kriegen Sie Aktivierung. Das stimmt. Das kriegt jeder so. Gibt jeder zu. Wenn Sie jetzt eine Kontrolle machen, dass Sie diesen Fluorophor wegnehmen und anders messen, Sie können zum Beispiel diese Gruppe hier radioaktiv markieren und dann messen, ob Sie Aktivierung kriegen, kriegen Sie keine Aktivierung mit Resveratrol. Stimmt auch. Ist ein Fakt. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass das aber die falsche Kontrolle ist. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das Ganze mit Z5 untersucht. Die Sirtuine haben gemeinsam einen katalytischen Kern, also einen Zentralbereich, der die eigentliche Katalyse macht. Und dann haben sie zum Teil am N- und C-Terminus noch andere Funktionen. Aber dieser Teil hier ist sehr ähnlich zwischen den Isoformen und wir haben das Ganze also mit Z5 untersucht. Hier ist so ein Assay mit Picaethanol, das genauso wirkt wie Resveratrol, ist nur eine OH-Gruppe zusätzlich. Und hier sehen Sie eben die Aktivität, wenn ich mehr Substanz zugebe, geht sie hoch. Ich brauche allerdings sehr viel. Millimolar ist eine relativ hohe Konzentration. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben uns das mit Kristallstrukturen angeschaut. Das heißt, wir schauen uns im atomaren Detail an, dieses Sirtuin, dieses Substratpeptid und das Resveratrol. Und wenn wir hier mal reinzoomen, sieht man sehr schön, das ist unser Substrat, das ist der Fluorophor und das ist der Aktivator. Und was Sie hier sehen, ist, die berühren sich. Und das ist der Funktionsmechanismus in diesem Falle. Das Resveratrol verstärkt die Bindung des Substrats, indem es das da sozusagen festklemmt. Und wenn ich jetzt ein Substrat nehme, dem diese Gruppe fehlt, das hier aufhört, dann sehe ich keine Aktivierung mehr. Ist ganz logisch, wenn man diese Struktur sieht. Passt alles zusammen. Habe ich gesagt, die Kontrolle war falsch. Müssen wir ein kleines Gedankenexperiment machen, beziehungsweise wir machen das am Computer. Das ist unsere Struktur, das ist das Resveratrol, das sitzt auf diesem Fluorophor drauf. Das ist der Fluorophor. Nehmen Sie das mal raus und dann legen wir ein ganz normales Substratpeptid rein. Ich habe Ihnen ja gesagt, da hängen Aminosäuren dran. Das Protein geht eigentlich hier sehr, sehr viel weiter und hier sehr, sehr viel weiter. Das ist unsere Deacetylierungsstelle und hier ist eben der Fluorophor ersetzt durch Aminosäure. Und jetzt setzen wir das Resveratrol wieder in seine alte Position. Passt. Eventuell. Kommt drauf an, welche Aminosäuren hier sitzen. Hier ist unsere Acetylglycin-Stelle und diese Aminosäuren hier, die müssen Seitenketten haben. Wir haben 20 verschiedene Seitenketten in unserem Protein. Die müssen Seitenketten haben, die kompatibel sind mit dem Resveratrol in dieser Position. Das heißt, unsere Vorhersage war, das muss ein sequenzspezifischer Effekt sein. Das heißt, wir müssen uns anschauen, verschiedene Substrate, und wenn wir hier die richtigen Aminosäuren sitzen haben, dann kriegen wir Aktivierung. Das heißt, für manche Substrate des Sirtuins kriegen wir Aktivierung, für manche nicht. Und das haben wir getestet mit einem Kollegen aus Halle, Mike Schutkowski, der macht Peptid-Arrays. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, alle bekannten Acetylierungsstellen aus dem menschlichen Proteom, das sind fast 7000, als kleine Peptide synthetisiert, mit der Acetylierungsstelle in der Mitte und auf einen Chip. Und dann können wir quasi 7000 Assays in parallel machen. Wir geben da unser Sirtuin drauf und können dann eben auslesen für jedes Peptid, wie stark wird das deacetyliert. Und das machen wir einfach mit dem Sirtuin alleine und mit dem Sirtuin plus Resveratrol. Und dann würde man erwarten, wenn das Resveratrol gar nichts tut, dass man in beiden Fällen die gleiche Deacetylierung für jedes Substrat kriegt. Also jedes Substrat wird vielleicht gut oder schlecht deacetyliert, aber mit Resveratrol eben genauso gut oder schlecht. Dann würde ich ein Verhältnis in dieser Darstellung, das ist logarithmisch, von 0 erwarten. Das heißt, auf 0-Ebene sind die Substrate, wo sich nichts tut. Und tatsächlich finden Sie für viele Substrate, dass sich nichts oder sehr wenig tut, aber Sie finden auch welche, wo die Deacetylierung aktiviert wird. Das sind so 100, 150 Stück. Und Sie finden sogar auch welche, wo es inhibiert wird. Macht aber sehr viel Sinn mit der Struktur, die wir gelöst haben. Wenn Sie kompatibel sind in Ihrer Sequenz, wenn das Substrat passt zum Resveratrol, kriegen Sie Aktivierung. Wenn nicht, kriegen Sie Inhibition oder keinen Effekt. Das haben wir auch in Lösung nochmal verifiziert. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Aktivierung. Das heißt, das ist Deacetylierung ohne Resveratrol, mit Resveratrol. Und hier haben wir Inhibition, Deacetylierung ohne Resveratrol, mit Resveratrol. Und was immer ganz wichtig ist, damit man wirklich sicher sein kann, dass es stimmt, jemand anderes muss eigentlich zu dem gleichen Ergebnis kommen können. Und in dem Fall wurde am gleichen Tag etwas prominenter in Science, eben von David Sinclair publiziert, ein Experiment, was den gleichen Schluss zulässt. Was er gemacht hat, ist, er hat sich ein
physiologische Substratstelle von SIRT1 genommen und hat dann die Aminosäuren da individuell ausgetauscht. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, hier ist jeweils eine Aminosäure rot. Da hat er eine Seitenkette ausgetauscht durch Alanin, was eine sehr kleine Seitenkette hat. Und tatsächlich an bestimmten Positionen führt dieser Austausch dann dazu, dass die Aktivierung wegfällt. Das heißt, hier haben Sie die Grund-Deacetylierungsaktivität, hier kriegen Sie Aktivierung mit Resveratrol, aber wenn ich hier zum Beispiel diese Stelle austausche zu Alanin, dann fällt das weg. Das heißt, Sie haben einen substratspezifischen Effekt. Und das ist im Übrigen nicht nur für Resveratrol so, das gibt auch neuere Compounds, komme ich gleich nochmal drauf. Und dort finden Sie im Prinzip das gleiche Verhalten, einen substratspezifischen Effekt. Hier sehen Sie mal einen Vergleich. Resveratrol ist diese rote Linie, ist ein relativ schwacher Aktivator. Sie brauchen sehr hohe Konzentrationen dafür, deswegen 10 bis 100 Flaschen Rotwein. Eine neuere Generation von Substanzen im Vergleich. Hier sehen Sie also sehr viel stärkere Aktivierung bei sehr viel niedrigeren Konzentrationen. Die sind aber inzwischen auch schon veraltet. Aktuell wären diese SAT, steht für Sirtris, 2379 und 2104. Das sind wirklich sehr, sehr potente Aktivatoren, die in der Tat auch in klinische Studien gegangen sind. Gut, von daher klare Aussage, ja, Sie können Sirtuin 1 aktivieren, Resveratrol aktiviert, zwar schwach, aber es aktiviert. Eine Frage, die das Feld allerdings auch noch umgetrieben hat, ist, kann ich nur SIRT1 aktivieren oder auch andere? Die Frage kam zum Teil daraus, dass man dann später, wir hatten hier mit SIRT5 angefangen, hier ist unser Aktivator, Strukturen auch von SIRT1 gelöst wurden. Das hat technische Gründe, warum wir das nicht gemacht haben. Niemand konnte damals SIRT1 kristallisieren, inzwischen kann man das. Und man kommt letztlich auf das gleiche Ergebnis, hier ist der Aktivator und der sitzt auf dem Substrat drauf. Allerdings hilft ihm hier diese grüne Domäne, die so wie so ein Deckel draufklappt und dem Aktivator hilft zu binden. Und die gibt es nur bei SIRT1. Und SIRT1 wird in der Tat durch Resveratrol auch sehr viel besser aktiviert als SIRT5 oder sehr viel stärker, sehr viel potenter. Und daraus kam dann der Schluss, na okay, also SIRT1, das kann man sehr gut aktivieren, aber andere Sirtuine nicht. Und das ist jetzt eine relativ neue Geschichte, stimmt auch nicht. SIRT6 kann man zum Beispiel aktivieren, auch für andere Isoformen haben wir inzwischen erste Substanzen. Sie können tatsächlich vermutlich alle Isoformen pharmakologisch aktivieren. SIRT6 ist sehr interessant, weil da auch sehr viel gesichertes Wissen da ist. Also wenn Sie das ausnocken, kriegen Sie ein Progeria-Syndrom, das hat definitiv was mit alterungsrelevanten Prozessen zu tun und man konnte tatsächlich sogar durch Überexpression die Lebensspanne von Mäusen verlängern, also doch sehr komplexen Organismen und die Biologie ist recht gut belegt, also es hat eine sehr wichtige Funktion in Entzündungsprozessen und metabolischer Regulation. Und wir hatten vor Urzeiten mal einen ganz, ganz schwachen Effekt gesehen, aber das haben wir als Rauschen abgetan, wohl nicht relevant. Und sind dann irgendwann doch dazu hingegangen und haben gesagt, wir überprüfen das nochmal und konnten das reproduzieren und haben dann diese Substanz, die wir damals gefunden hatten, nochmal variiert, einen Screen gemacht und rausgekommen ist dieses UBCS39, was ein nicht toller Aktivator ist, wir können nur etwa zweifach aktivieren, aber mit einer EC50, die für eine erste Substanz gar nicht so schlecht ist. Und das ist eine Substanz, die eben auch mit physiologischen Substraten funktioniert. Also hier haben wir Nukleosomen, die Bausteine ihres Chromatins. Das ist das Substrat in der Zelle. Das hier sind immer Peptid-Assays, aber das ist wirklich ein echtes Substrat. Und hier diese Substanz 7 ist das hier, führt eben dazu, dass sie hier, das ist ein Signal für Acetylgruppen, dass sie eben hier aus dem Zustand Acetylgruppen entfernen mit SIRT6 und wenn Sie Substanz 7 dazugeben, dann ist diese Deacetylierung verstärkt, funktioniert.